Wer von uns kennt das nicht? Du hast ein schönes Strickstück, du bist irgendwo hängen geblieben, hast dir ein Loch gerissen oder noch viel schlimmer, die Motte hat gefressen. Dann sieht das so aus, mehr oder minder klein. Ich habe hier ein relativ dickes Garn, da sieht das ein bisschen dicker aus. Und dann wollen wir das reparieren. Wie das geht, will ich dir jetzt zeigen. Du brauchst auf jeden Fall Nadel und Faden und natürlich am besten aus deinem Garn, aus dem du das gearbeitet hast. Deshalb empfiehlt sich auch immer, etwas von diesem Garn, womit du das gearbeitet hast, aufzuheben, eben für solche Malöre. Dann brauchst du zwei Sicherheitsnadeln. Ich habe hier übrigens mein Herz nach Maß, das Maßband, was im Herzchen versteckt ist, und das hat mir im Laufe der Zeit schon sehr, sehr treue Dienste geleistet. Als erstes sichern wir hier die offenen Maschen, die wir hier sehen, mit einer Sicherheitsnadel, und zwar so, dass die in der Masche daneben, die da liegt, schon verankert ist. Und am besten, dass die so liegen, wie sie auch normalerweise zum Rechtstricken liegen würden. Hier ist die Masche daneben und damit habe ich jetzt auch schon direkt die Reihe aufgefangen. Sicherheitsnadel zumachen und das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Und hier kommen mir schon meine losen Fäden entgegen, an der jetzt quasi simulierterweise die Motte gefressen hätte. So. So, und die legen wir mal nach hinten. Und jetzt sehen wir, okay, hier ist eine Masche. Und wenn wir genau hinschauen, ist das diese Reihe hier. Das heißt, die muss ich aufnehmen. Dann muss ich so in die Masche, denn wir wollen die ja auffangen wie zum Rechtstricken. So. Dann ist das meine Masche und dann ist das meine Masche. Dann ist das die Reihe, die Masche, die da rechts daneben liegt. Und dann ist das die Masche, die da rechts daneben liegt. So, dann kann ich die jetzt hier auch noch auch schließen. So. Um das jetzt zusammenzunähen, brauchen wir auf jeden Fall unseren Faden. Und wenn wir hier mal genau hinschauen, nö, ja, nö, könnte uns das durchaus passiert sein, dass hier zwei Reihen dazwischen sind. Hier, das sieht wie ein Zweireihensprung aus, wobei es hier hinten nur der Sprung von einer Reihe ist, denn hier habe ich ja die Masche noch drin. So ein Zweireihensprung kannst du nur auf die Art und Weise über eine Reihe reparieren. Das zeige ich dir jetzt. Als erstes suche ich mir hier mal, wo die Masche herkam. So, hier kommt die her. Hier, wenn ich an dem Fädchen ziehe. Das heißt, der geht hier rein und da raus. Und das ahme ich jetzt hier hinten nach. Das ist die Reihe, die obere Reihe von dem. Das heißt, ich muss hier einmal rein. Da musst du wirklich genau hingucken und ruhig langsam arbeiten. Lass dir Zeit dabei, das ist eine ziemliche Fummelei. Aber wenn wir hinterher das Strickstück ordentlich repariert haben, dann lohnt sich die auch. So, dann gehe ich hier, verfolge die Masche. Dann gehe ich jetzt hier nach unten, da geht die schräg. So. Da geht sie wieder nach oben. Und auch hier auf der linken Seite muss ich, es ist ja eine Masche, die wir nachahmen, ich komme also wieder da raus, wo ich vorher rein bin. Beziehungsweise muss ich da wieder rein, wo ich vorher raus bin. So, den lassen wir mal hier ein bisschen. So, hier geht der Faden nachher lang. Es ist auch wichtig, dass du die richtige Reihe triffst, denn der Faden, der geht ja hier lang. Der wird ja später noch ein bisschen wandern, wenn wir den jetzt nicht absichtlich rausziehen, und dann später noch ein bisschen sichern. So. Und jetzt sind wir auch gleich da bei der Masche, um die es sich handelt. So.
Wie du siehst, kommen wir hier an. Das ist auch völlig richtig. Und jetzt kommen wir hier nach unten, wo unser Faden flöten gegangen ist. Hier hinten siehst du, drückt sich das ganz leicht durch, weil wir haben ja, streng genommen, haben wir ja diese rechte Masche jetzt nachgemalt. So. Jetzt liegt mein Garn hier. Und jetzt habe ich ja schon diese Masche, die ja eigentlich noch festhängt. Da muss ich schon mal rein. So. Jetzt muss ich auch gucken, dass ich da richtig reinkomme. Gehe nochmal zurück. So. Am besten klappst du dir eine Sicherheitsnadel nach unten und die andere nach oben. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das, was hier hinten lose ist, noch irgendwie ein bisschen festhalten können. Aha, das war der Anfangsfaden. So, die ist da. Als erstes müssen wir also hier oben hin. Hier hin. Hier hin. Hier durch. Und von da unten, du siehst, da kommt der raus. Da müssen wir auch nach oben raus. So. Und jetzt malen wir hier von hier vorne vorsichtig die Maschen nach. Das heißt, hier muss ich von oben rein und hier von unten raus. So. Und da, wo ich rausgekommen bin, muss ich natürlich nachher wieder rein. Der hier, der darf jetzt mal weg. Den darf ich nach hinten schieben. Das heißt, ich komme hier von rechts nach links wieder rein, so, und muss dann hier, damit sich die Masche auch in die richtige Richtung legt, von links nach rechts rauf. So, kann ich das ein bisschen anziehen. Und jetzt hier unten wieder rein, von oben nach unten. Und von unten nach oben aus der nächsten Masche raus. Also es ist jetzt hier ein klassischer Maschenstich mit offenen Maschen, den wir hier vollführen. So, da gehe ich, also auf der oberen Seite mache ich das selten über zwei Maschen. So. So. Und zieh immer vorsichtig an, um zu sehen und der Masche quasi die richtige Festigkeit zu geben. Wenn du jetzt zu locker ziehst, ist das gar kein Problem. Die können wir hinterher nachstraffen. Ich würde vorsichtig sein und nicht gleich zu fest ziehen, damit sich die nicht zu sehr zusammenziehen. So, hier kann ich oben wieder rein und hier, die liegt schon, da komme ich so rum wieder raus, weil die ja schon auf der Masche liegt. So. Und auf der Nadel liegt, so, und dann muss ich hier wieder rein. Und weil ich ja jetzt sehe, dass unser Fädchen hier so ein bisschen locker ist, ne, der kommt uns ja hier schon entgegen, zeichne ich auch direkt die nächsten Maschen nach. Das heißt, ich kann hier wirklich in die nächsten Maschen schon reingehen. An der Stelle kann ich jetzt mal unsere Sicherheitsnadeln entfernen. So, ne? Und jetzt muss ich mir hier wieder die Masche suchen. Hier ist sie. Hier ist sie, die versteckt sich hier so ein bisschen. Da. Und da müssen wir rein. Und da siehst du, wenn du genau hinschaust, siehst du diesen ollen Querfaden, der sich da gelöst hat, der geht da raus. Aber deswegen sticken wir jetzt hier von oben nach. So, das hier sieht schon ganz gut aus. Und jetzt haben wir hier noch diese losen Fäden. Und die würde ich jetzt hier, also entweder ziehst du die ein Stückchen zurück und vernähst die dann. Dann musst du aber sehr, sehr weit mit dem Maschenstich nähen. Oder du bist einfach mal ganz todesmutig und verknotest die. Damit sind die nämlich, damit können die sich nämlich eigentlich auch nicht lösen. So, hier so einen kleinen Knoten rein.
da, wo sie nicht wollen, wie hier und hier, und die nicht so eng zusammen sind, kannst du sie natürlich noch ein Stückchen aufziehen, denn wir haben ja jetzt von vorne gesichert, der ist ja drin. Also da kann uns nichts passieren bei dem Faden. Der ist vorne sicher und dann können wir hier auch noch einen Knoten machen. So. So. Und den machen wir hier auch noch rein. So. Und dann ist das sicher. Und dann sieht das eigentlich auch wieder gut aus. Und wenn du jetzt noch auf ganz Nummer sicher gehen willst, dann kannst du natürlich hier einfach auch noch die nächste Reihe im Maschenstich nachsticken, um einfach deine Fäden sozusagen doppelt zu sichern. Weil wenn du nicht weißt, wie tief der oder wie hoch der gefallen ist, dann stick einfach hier ein Stückchen weiter nach. So. Das geht dann, das sichert noch zusätzlich, wenn wir jetzt nicht wissen, wie tief die da runter sind. So. Also von daher keine Panik vor diesen Löchern. Wenn wir die geflickt haben, sind die wieder ganz unsichtbar zu. Und es sieht auch bis auf die zwei Knötchen hier auch von der Rückseite ganz schön aus. Und wie du siehst, ist es halt auch, ne, voll elastisch. Hier vorne sehe ich, wenn ich es aufziehe, sehe ich noch, nö, sehe ich nicht. Da sind wir drin, da ist alles sicher, da ist alles gut. Hier hinten ist unser Knötchen. Wenn man das ganz dort sieht, dann sieht man das ein klein bisschen, weil wir es dort enger gezogen haben. Aber da könnte man auch nochmal drüber stricken, drüber sticken natürlich, um das zu sichern. So, das war es auch schon, wie du ein Loch wieder stopfen kannst, und zwar ein kleines Mottenloch. Ein größeres Mottenloch muss man anders stopfen. Das zeige ich dir aber demnächst mal in einem anderen Video. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn dir das gefallen hat und wenn du dann meinen Kanal abonnierst und wir uns im nächsten Video wiedersehen.